So, so sollte das jetzt nicht laufen. Welche Maus läuft auf zwei Beinen? Moin, wir sind hier in Hamburg und ich habe ein paar Idiotentestfragen eingepackt und wir werden einfach ein paar Leute fragen und gucken, wie sie antworten. Ich bin gespannt. Moin, eine kurze Frage. Sprecht ihr Deutsch? Sorry, ich war doch nicht erschrecken, sorry. Sprecht ihr Deutsch? Nein. Ah, okay. Thank you. Sorry? Eine kurze Frage an dich. Hast du gerade kurze Zeit? Gehen wir weiter. Oh, guck mal, was geht, Bro? Ich habe das Wetter nicht bestellt, es tut mir leid, was soll ich machen? Aber wir sind immer noch auf der Suche, wir haben leider noch keinen gefunden. Jungs, komm mal bitte. Wir werden hier gerade rausgescheucht. Okay Leute, ich will euch ganz kurz was fragen. Das ist ein kleiner Test. Ich will einfach mal gucken, wie schlau sind so die Jugendlichen. Wie alt seid ihr? 14. Du bist der Älteste. Okay, dann starten wir bei dem Ältesten. Wie viele Stunden hat der 1. Oktober? 24? Ja, Mann. 24. Richtig. Siehst du, ich sag ja ganz einfache Fragen. Easy peasy. Der 1. Oktober. Stunden. Wie viele Stunden? Keine Ahnung. 24. Richtig, ja. So, dann gehen wir mal rüber. Welcher Berg war vor der Entdeckung des Mount Everest der höchste Berg? Hä? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nein. Rate mal. Guck mal, als wüssten die, weißt du? Die lassen ihn voll hängen. Die lassen ihn einfach voll hängen. Keine Ahnung, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich werde 90% der Fragen falsch machen. Weißt du nicht. Schätz mal, was würdest du sagen? Dungeon Tower? Ja, man, wo? Hä? Er hat doch hier drauf geguckt, Alter. Ist gut, sehr gut, sehr gut. Nein, man ist wirklich. Komm, helf mal. Es gibt doch gar keinen größeren, oder nicht? Richtig. Hast du gecheckt, ey. Ja, Mount Everest. Richtig, sag ich doch, easy. Guck mal, also. Ja. Ja, also er weiß schon, worum es geht. So, wenn ihr Regen hast, lass mal auf jeden Fall einen Dank da. Ich werde einfach todesnass, was soll der Scheiß? Einige Monate haben 30 Tage, andere haben 31 Tage. Wie viele Monate haben 28 Tage? Einer. Welcher? Der Februar. Ach, er weiß Bescheid, sehr gut. Ah, da hat sie Geburtstag, deswegen am 28. sogar. Ah, hier die nette Dame hat am 28. Geburtstag. Ne, kannst du dann nicht vergessen? Februar. Einer. Einer, aber es ist richtig, genau. Also, Jeder. Ja. Was sagst du? Oh. Nee. Nein, manche Monate haben 30 Tage und manche 28. Doch. Ja, ich weiß, aber alle Monate haben 28 Tage. Berlin schreibt man vorne mit B und hinten mit H, stimmt das? Nein. Ich kenne diesen Witz. Nein? Nein. Sondern? Mit N. Richtig, Digga, richtig. Sehr gut, sehr gut. Der nächste. Berlin schreibt man vorne mit B und hinten mit H, stimmt das? Ja, hinten schreibt man mit H. Was sagst du? N am Ende. Berlin? Berlin mit B, aber hinten vorne mit H. Ach so. Berlin schreibt man vorne mit B und hinten mit H, stimmt das? Hinten schreibt man mit H, ja. Also, so sollte das jetzt nicht laufen. So hab's mir ein bisschen anders vorgestellt. Welche Tiere nahm Moses mit auf die Arche Noah? Alle. Wie viele Paare? Von jedem zwei, ein Männchen und ein Weibchen. Bruder, er ist schlau. Alle. Wie viele Paare? Jeweils ein Paar. Bist du dir sicher? Ja. Ja? Ja. Willst du einloggen, ja? Will ich so einloggen, ja, okay. Ja. Wie heißen die Arche? Arche Noah. Was habe ich gefragt? Wie viele Tiere Noah mit auf die Arche nahm? Moses. Ach so, ja. Ja. Ein Esel. Weiß ich nicht. Was noch? Elefanten hat er auch. Giraffen hat er auch. Hat er nicht Ziegen oder Schafe auch dabei? Esel, glaube ich. Ja, ist richtig. Finde ich, ja. Sprich mal bitte Lagerregal rückwärts aus. Keine Ahnung. Lagerregal. Ja, Lagerregal rückwärts. Lagerregal. Ich weiß, also, oder? Lagerregal rückwärts. Ja, das ist Lagerregal rückwärts, oder nicht? Okay. Lagerregal ist aber auch Lagerregal rückwärts, oder nicht? Also ich meine schon Lagerregal rückwärts, ne? Ja. Ja, war auch richtig. Ich wollte nur gucken. Die ist schon fast dran. Lega-Regal, weiß ich nicht. Fast? Keine Ahnung. Machen wir den nächsten. Ist nicht schlimm. Antwort ist Lagerregal. Wow. Der nächste direkt. Welche Maus läuft auf zwei Beinen? Oder Ratze. Auf zwei Beinen, Bruder. Jede, oder nicht? Maus. Maus. Eine Maus. Hä? Eine Maus. Maus. Hä? Die läuft doch auf vier. Ja. Ja, aber welche Maus läuft auf zwei Beinen? Disneyland, sagt euch was? Ja. Achso, Mickey Maus. Ja, richtig. Welche Maus läuft auf zwei Beinen?
Menschen, Bruder. Welche Maus? Guck mal, Disneyland-mäßig. Welche Maus läuft auf zwei Bahnen? Mickey Maus. Dankeschön. Eigentlich keine. Ach doch, eine Maus gibt es schon. Mickey Maus, ja. Richtig. Welche Ente läuft auf zwei Beinen? Donald Duck. Richtig. Guck mal, er weiß Bescheid. Welche Ente läuft auf zwei Beinen? Alle. Ach, es ist langweilig. Er ist so gut. Donald Duck. Richtig. Nicht alle Enten, Leute, sondern Donald Duck. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid und danke an Josh, der hinter der Kamera ist. Sein Insta verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann lasst den Kanal gerne ein Abo da, würde mich freuen und peace out.